Vor der 15. Etappe nach Bergamo brauchte man noch einen Regenschirm. Und Bruno Amerei, der Führende, 1,41 hat er Vorsprung, er wollte heute auf jeden Fall sein Trikot verteidigen. Der Drittplatzierte in der Gesamtwertung, da gab es noch ein kurzes Selfie mit Primoz Roglic. Und die Trikotträger, die durften natürlich wieder in die erste Reihe. Milan, Baez, Amerei und Almeida. Schauen wir auf den heutigen Etappenverlauf und dieser Kurs. Er atmet förmlich die Luft der Lombardei-Rundfahrt. Wie 2014 und 2017 führt der Giro also nach Bergamo. Eine anspruchsvolle Etappe. Gleich zum Beginn geht es auf 1340 Höhenmeter Bergwertung der ersten Kategorie. Dann stand noch bei Kilometer 100 der Selvino im Weg. Insgesamt 4000 Höhenmeter auf dieser Etappe. Wir schauen auf die Spitzengruppe, heute wieder ein sehr guter Tag für eine Gruppe des Tages. Insgesamt konnten sich 16 Rennfahrer absetzen, darunter Davide Ballerini, Andrea Pasqualon, Ben Healy war wieder einmal mit dabei gewesen, Bonifacio, Marco Frigo und einer Rubio. Und einer Rubio, der wollte es heute auch wissen am Berg, hat also mehrere Punkte gesammelt. FDJ hat hinten die Nachführarbeit gemacht für ihren Gesamtleader. Zwei Mannschaften sind ja noch komplett bei diesem Giro. Jumbo-Visma und Bahrain Victories. Zwei Geburtstagskinder haben wir ebenfalls mit Mark Cavendish und Andreas Leknessen. Die sind heute aber nicht in Erscheinung getreten, denn es ging richtig berghoch und es ging zur Sache. Der beiden Rennfahrer da ganz vorn, Ben Healy, sichert sich also diese Bergwertung nach einem absoluten Körpereinsatz bei Kilometer 46. Der Vorsprung, gute 6,5 Minuten groß, 100 Kilometer vor dem Ziel. Und wieder Bergwertung, Rubio holte sich die Punkte. Und dann gab es Jackens, gute Entscheidung und Geste dieser beiden Spitzenreiter. Dann ging das Rennen aber in die entscheidende Phase. Attacke in diesem Augenblick. Bonifacio macht also den ersten Move hier aus der Gruppe heraus. Ben Healy war aufmerksam, ging dann also in die Offensive, 36 Kilometer vor dem Ziel. Und auch der Blick auf Brandon McNulty. Er hatte heute auch richtig gute Beine und er zog in diesem Augenblick auf und davon. Healy konnte mitführen. Marco Frigo musste ein bisschen reißen lassen. Dann die Konterattacke von Ben Healy, die er schon die Etappe nach Fossombrone für sich entscheiden konnte. Er war heute auch wieder bärenstark unterwegs. Wir gehen auf die letzten 31 Kilometer. Immer wieder die Hauptdarsteller. Ben McNulty, Frigo und Ben Healy. Dann ging es in die Abfahrt hinein. Auch da brauchte man nochmal Mut. Risiko musste man mitbringen und die drei haben sich dann wieder kurz vor dem Finale vorne zu dritt getroffen. Erneute Attacke von Ben Healy. Der hatte heute sehr starke Beine gehabt und hat sich auch nicht beirren lassen. Ganz viele Fans heute in Bergamo an der Strecke. Healy, der erste 3,5 Kilometer vor dem Ziel. Dann waren es die zwei Spitzenreiter und Frigo kam mit Schwung noch einmal von hinten. Hat dann noch einmal Fahrt aufgenommen, zog an den beiden Spitzenreitern vorbei. Und da musste man natürlich jetzt reagieren in diesem Augenblick. Frigo hat die Offensive übernommen, ging an die erste Position. Aber Ben Healy zog vorbei und den Sieg holte sich Brandon McNulty vom Team UAE. Was für Emotionen im Ziel. Nach Pascal Ackermann siegte er also für seine Mannschaft. Und der Blick auf die Gesamtwertung. João Almeida im weißen Trikot hat da nochmal mächtig Druck gemacht. Die Chefs in der Gesamtwertung kamen also knappe 7 Minuten hinter dem Besten ins Ziel. Und auch Bruno Amerei, er hat heute wertvolle Sekunden verloren, aber er behält das rosa Trikot und geht damit in den Ruhetag hinein. Brandon McNulty, der Sieger der 15. Etappe, der 12. Sieg beim Giro durch einen US-Boy, der 27. Sieg für die Mannschaft in diesem Jahr. Und das waren die Bilder auf der Siegerehrung. Brandon McNulty, der Beste des heutigen Tages. Bruno Amerei hat gekämpft, hat heute auch einen schweren Tag gehabt, behält aber das Leader-Trikot, hat noch 1 Minute 8 Vorsprung auf Geraint Thomas
und 1:10 Vorsprung auf Primoz Roglic. Das wird also eine sehr spannende dritte Woche. Alles mit dabei. Wir schauen mal, nach dem Ruhetag geht es also weiter mit einer sehr starken und schweren Bergetappe. Es stehen also 5.800 Höhenmeter an. Und die ersten 55 Kilometer, die sind noch relativ flach. Dann folgen 5 Bergwertungen, 2 davon der ersten Kategorie. Und da geht es natürlich dann auch um den Gesamtsieg beim Giro d'Italia 2023. Das wird also insgesamt eine spannende Woche mit vielen Bergwertungen, mit einem Sprint eventuell noch zum Ende dieser Rundfahrt und Bergankunft am Dienstag auf 1632 Meter Höhe. Das wird für uns unfassbar spannend und für die Rennfahrer ultra schwer. Also, wir würden uns freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin.